Willkommen zu Little Hope. Ich glaube, wir sind alle sehr gespannt. Da oben steht mein Name. Und wir freuen uns und ich bin gespannt. Ich hoffe, meine Community kann sich mitentscheiden, denn ich habe da einen Goodie eingestellt von Bandai Namco. Und in der Beschreibung findet ihr auch alles Weitere zum Spiel, inklusive auch den Link zum Spiel. Den könnt ihr euch nämlich diese Collectors Edition jetzt schon sichern. Und genau, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr euch entschieden habt. Und wenn ihr mal live dabei sein wollt, kommt auf www.twitch.tv/saftigesknu. Und jetzt fangen wir an. What do you think? Was meinst du? Sehen wir uns um. Könnt ihr irgendwas mit einstellen? See what we can find. There you go. We'll be on our way from Little Hope while the others are still MIA in the woods. Something up? Yeah, there's something kind of familiar about this place. These small town police stations all look the same. Eigenschaften aktualisieren. Suche ein Telefon. Optimistisch. Okay. Auf jeden Fall, Leute, nicht schlimm, wenn es gerade kritische Entscheidungen gibt. Ihr dürft immer direkt reinspammen, was eure Entscheidung wäre. Und ich schraue dann schnell in den Chat und werde mich euch beugen. Aber wir kennen ja den hier. Und wir werden gerade hier irgendwo in der Demo reingeschmissen und wissen gerade nicht, wo im Spiel wir uns befinden. Wie gesagt, es ist noch eine kleine Vorschau, aber ich bin gespannt. Wir kennen ja alle Man of Medan. Und schauen jetzt, wo wir hier weiterkommen. Was mit dem Entscheiden vom Chat geht, glaube ich, nur bei größeren Entscheidungen. Ah! Das mit dem Entscheiden vom Chat geht nur bei größeren Entscheidungen, sagt Nadine. Das heißt, ihr könnt eventuell sogar noch mitentscheiden. Hätte mich auch gewundert, wenn es bei den ganz Kleinen gewesen wäre. Okay, wir schauen uns jetzt einfach mal wieder schön um. Ich liebe das so. Ich liebe es einfach so. Das habe ich auch in Until Dawn schon geliebt. Mhm. Eine hippe Artefakt. Okay, schauen wir mal weiter. Seid euch sicher, dass ich lauter machen soll? Ich finde es schon relativ laut. Es gibt jetzt auch gerade nicht so viel zu hören im Spiel, weil alles sehr ruhig ist. Oh, da haben wir doch ein Telefon. Untersuchen. We have a winner. Found a phone. This could be our way out. Mine's dead. Shit! Whoa! Hey! Take it easy. I'm thinking I know what's wrong. Please do share. There's no cable plugged in. There's got to be a cable here someplace. Okay. Kein Kabel, wir brauchen ein Kabel. Wetten, da hört man trotzdem was. Ich bin ja immer so neugierig. So, das ist doch der von Maze Runner. Das ist, das könnte sehr gut sein. Take it easy. Alles klar, das kann ich dann, wenn das Handy spinnt. Ich glaube, dass da noch irgendwas sprechen wird eines Tages. Irgendwann. Sound ist gut, sehr gut, Leute. Es macht ein bisschen lauter. Ich mache so Horror-Games, kann ich nicht komplett jetzt schon laut machen, weil nachher, wenn ein Jumpscare geht und es laut wird, dann springt es uns allen die Ohren weg. Okay, wir schauen also weiter. Wir brauchen ein Kabel. Wo wir sind und was wir machen, wissen wir nicht. Wir wurden einfach hier mitten ins Spiel geworfen. Und das werden wir wahrscheinlich erst herausfinden. Hallo, hello, Love, grüße dich. Ja, das ist definitiv Horror mit Entscheidungen. Ach du Scheiße, dieser Kamerawinkel, ne? Gefällt mir ja rein gar nicht. Hello? Hello? Kann ich da rein? Hey, diese Kamera. Ich denke, die ganze Zeit kommt ein Film, weil die Qualität so gut ist. Oh, hier. Untersuchen. Open. Okay. Was ist das? Reynolds. Kann ich das nicht drehen? Okay. Dankeschön, Emre. Ich liebe Shugi. So.
gesperrt, okay. Zu. Und wie gesagt, Leute, wer Bock auf das Spiel hat, die Tammy postet euch einen Link rein. Da kann man sich nämlich jetzt schon die Kurators Cut Edition holen und dann kann man auch eher spielen. Wie beim letzten Mal. Das ist ein Passwort gewesen. Könnt ihr euch das merken? Ihr seid die Passwortmerker. Das ist eure Aufgabe, Kadetten. Oh oh. Ich habe so das Gefühl. Alter Schwede. Das Spiel hat mich jetzt schon gekriegt, Mann. What do you think? Answer it. Selbstbewusst. Vorsichtig. I can do this. Oh Gott, scheiße, wir werden sterben. Careful. Don't stress it, Professor. What can you hear? Woman. She sounds real upset. Talk to her. Try to get some details, her location, anything we can use to find her. Ich kann Ihnen helfen. Wie heißen Sie? Fragen wir mal. Can I ask, what's your name? Ich will Ihnen helfen. Okay, it's all good. I'm gonna help you out here if I can, but I need to know your name. Get off of me! Da steht jemand neben uns, Mann. Speak with you. You cannot talk of our secret. Eternal damnation awaits if you do. We have an understanding, do we not? No evil word shall leave my lips. Should you breathe a word, or the edge of a word about the other things, then I will come to you in the black of some terrible night and bring a reckoning that will shudder you. Come now, Reverend, let us begin. Enough time has gone begging. Go be with you, kin. Ja, ja, Rippohren ihr, ne? I beseech this court and good Judge Wyman, do not be fooled by the protestations of the accused. The devil is the master of deceit. All his servants feign innocence. They can do little else. I solemnly swear before God, I am innocent of all accusations against me. Hush now, Amy. What the hell should we do? Sei still, oder? Oh, ich glaube, wir müssen still sein. See what happens. I mean no offense, Reverend Carver. I do not believe any of my neighbors, those who know me best, will speak out against me. They know who I am, that I side with the righteous. I will not be caught in the web of your deception. The devil hides himself where he is least expected. My wife is no devil's plaything, Reverend. I beg the court's forgiveness, but I stand by my statement. My wife Amy is innocent. I respectfully ask this good court to pay no mind to the words of a man whose very home is foul with the stench of brimstone. Oh Gott, nähern oder nähern? Ich hab, ach so, wen soll ich mich nähern? Leute, wen soll ich mich nähern? Links, rechts, schnell, sagt schnell, links, rechts, schnell! Vielleicht auch gar niemanden. Links. I feel a chill in my bones. What manner of evil is this? The beast has his malevolent gaze upon us. His servant is among us. What the? Stay out of this. The supposed evidence against me is little more than spiteful imaginings. If there be darkness here among us, I will shine God's... No! Eric? Was ist das hier? Tales here. Niemals Kindern ein Horrorgame. Hier, Kurs aktualisieren. You have bound an innocent girl into a pact with the devil himself. The poor creature seems possessed. No doubt you're doing.
It's not true, Reverend. Why have you taken against me so? We will see the truth of it. Amy, lay your hands on Mary. Let us see what occurs. If I am correct, your touch will release her from this affliction. It must be so, if you are the one who bewitched her. Wütend, lass sie in Ruhe. Ich halte es nicht mehr aus. Ich bleib mal. Ich glaube, ein Mission ist nicht gut. I don't think I can take much more of this. I think it's almost over. They are here among us. They are here among us. Ist jetzt tot? Oh, merci, Bloody Olgo. Dankeschön. Oh nein, das ist sie. Haben wir irgendwas falsch gemacht? What more proof is needed that the devil walks among us in Little Hope? Take heed and pray. The devil is here in this very room. Protect yourselves. Seek out the Lord. Ich wurde angewiesen, das zu schauspielern. What the hell was that shit? Was that for real? Felt pretty damn real to me. Ach, das war wahrscheinlich der Anruf, oder? Aus der Vergangenheit. Das ist ja eine ganz andere Zeitspanne. Oh nein, Hexen. Der Revenant hat das doch eingefädelt mit dem Mädchen. Der tut mir nur leid. Ach so. Ihre eigene Tochter. That little girl who had some kind of seizure. What do you think was going on there? Das Mädchen habe ich im Wald gesehen. Hab ich das? Das wissen wir jetzt noch gar nicht. Verwirrt, unbehaglich. The whole thing scared the crap out of me. But that little girl was freaky. My gut says her fit was a setup, a scam to put that woman on trial in even bigger trouble. Accusations were often malicious, made by someone with a grudge. Or by meddling liars, like that little girl, who took perverse pleasure in poisoning their own communities. Sie ist nur ein Kind, oder? Come on. She's just some little kid. Who most likely doesn't get how big a deal the whole thing is. She knows exactly how serious it is. Either way, the woman on trial, Angela 2.0, she seemed like she saw us. And so did some of the others. Ich glaube, sie haben unsere Anwesenheit gespürt. A little kid just seeing us appear out of nowhere? Could easily believe that was witchcraft, especially back then. Dream up all the excuses you want for that little kid. I don't trust her one little bit. We can't explain how we happened to see each other. How do you expect some little girl from 300 years ago to wrap her head around it? The woman we just saw condemned? I saw her back at the intersection. Boah. Okay, Ehemann sah aus wie du. Ihr Ehemann sah aus wie du. Sah das? Sah der? Stimmt. I noticed something else weird. Her husband? He looked a lot like you, Professor. Du, du, du. The two people with that little brat looked just like Daniel and Taylor. Wieder mal ein Mann, der in der Vergangenheit eine andere Familie hatte. Immer dieses zweigleisig fahren. Who's that? Hey, Professor! You in there? Come on, let's go. Ich muss ja sagen, ich bin sehr verpeilt, weil ich merke natürlich jetzt, dass ich den Jungen, den wir gespielt haben, als Schauspieler natürlich kenne. Ich dachte die ganze Zeit so, woher kenne ich denn den? We can't open the damn doors. We can't either. Nicht öffnen. They must be locked. Let's all try to force the handle. In 3, 2, 1. Will ich das überhaupt? Das sieht ja aus wie Alblali da in der Mitte. Find anything that could get us out of here? No, big der Vic. Back there. Der Vic spielt mit. Just a pile of junk. Are you okay? I'm fine. Why the concern, John? What's bugging you? We saw Angela's double get tried and condemned for being a witch. Okay, so now what? We've already tried a few places and come up with nothing. Except enough weird shit to put us in therapy for life. And we have to continue on into town. Forget about what's happened so far. Our best shot at finding help is in town. Really? Forget about what's happened?
There's some real scary shit going down in the outskirts, and our plan is to stroll into the center of Weirdsville. Just a suggestion, but maybe we should figure out what the fuck is going on here first. We need to know what that woman is facing. What's gonna happen to her next? I like the idea, but how would we even begin to find that out? Interessante Charaktere irgendwie, die so zusammengeschmissen worden sind. We've already been down those paths. Maybe the answer lies down the one path we haven't taken yet. What the hell? Oh. Der Professor wirkt ja schon sehr bestimmend, finde ich. Sieht echt ein bisschen so aus. Das ist Vic. Hallo an alle. Willkommen. Das ist Vic. Albladi hat eine Rolle bekommen. What if I'm somehow linked to that woman? Stimmt, die sah da ja auch ähnlich. What happens to me? Die Frau ist nicht du. Ach stimmt, die sah da ja auch ähnlich. Habt ihr das gemerkt? Kann es sein, dass das alles wir sind in einer anderen Zeitspanne? Das war ja sie. Ist es vielleicht sowas wie immer wieder neugeboren werden oder sowas? Wenn ich wieder neugeboren werden möchte, dann möchte ich bitte keine Eintagsfliege werden. Danke. Ach so, wir werden immer wieder quasi... Also finden wir uns immer wieder in der Vergangenheit statt und müssen vielleicht aufpassen, wie wir uns in der Vergangenheit entscheiden, sonst sterben wir in der Gegenwart. Könnte das denn sein? Sieht aus dem ersten Blick auf jeden Fall richtig gut aus. Voll cool. Und ich dachte noch, wo kenne ich ihn her? Den kennt man ja aus voll vielen Filmen. An alle, die nicht wissen, bleibt nah bei den anderen. Was ist passiert, wenn ich nicht nah bei den anderen bleibe? Das müssten wir nachher direkt mal probieren. Wir machen nachher, wir versuchen jetzt alles so gut zu lösen, wie es geht. Und danach machen wir Rampage, okay? This fog is getting worse. Oh, da ist ja was. Heftige Grafik. Was geht denn da? Ja, da sind die Kadetten wieder voll am Start, ne? Kann ich das abreißen? Ja, habe ich richtig Bock drauf. Ja. Halen, Rock'n'Roll. Rock'n'Roll. Father of Fire. 2,50 Euro. Das ist ja nichts. Wow. Check this out. What'd you find? You're on this old poster. Ach, das ist er! First the statue of Taylor and now this? What the hell is going on? Das würde ich jetzt aber nicht erkennen. That isn't me. Sehr witzig. Ach, das ist er! Was passiert wohl in den Horror-Game-Filmen, wenn man sich trennt? Oh, oh. Stirbt man. Futsch, futsch. Begnügen, das Spiel sieht so geil aus. Ja, und wenn ihr Bock habt auf das Spiel, dann checkt gerne den Link ab, den die Tammy, liebe Gnugelbchen, im Tammy euch reinpostet. Könnt ihr es euch nämlich sichern. Und schon eher spielen. Ey, das sieht so cool aus. Ich habe so ein Horror. Hoffentlich kommt es wieder zu Halloween raus, ey. Da hätte ich so Bock, so einen Halloween-Stream mit euch und dann dieses Spiel schön durchspielen. Das ist der Shit. Und Dankeschön ans Brieftäubchen. Dankeschön. No. Silent Hill, wir kommen hier nicht weiter. Shit. Oh, Mann! Das ist viel zu laut für mich. Am 30.10. kommt es raus. Das ist ja sogar einen Tag davor. Noch besser. Okay. Who's first up? Danke, Tommy. Professor, you keep telling us you're in charge, so... Okay. Sure thing. Kurs aktualisiert. Is it safe to cross? Oh Gott, weniger reden, mehr laufen. Wir bringen dich rüber, no oder? Stress. Sie wird sonst sterben, wenn ich sie jetzt stresse. No problem. Right, we'll get you over for sure. Kameraperspektive ist echt gruselig. Ja. Ich bin zu aufgeregt. Oh Gott! Mit deinen schicken Sneakern. Tu's nicht! Okay, das sollten wir ja alle hinkriegen, oder? Oh, ich weiß nicht, ob ich das machen würde im echten Leben. Oh nein, die dreht jetzt durch. Ah! Ich wusste es. Hey! Oh nein, die verschwinden im Nebel. Nein! Oh nein. My God. What do we do? We can't stay here. Und die anderen beiden? Oh, 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 oh. Das
ist ja sie. In this year of our Lord 1692. Ey, was ist das für ein Spiel? Es geht ja voll ab. No. Amy is declared guilty of consorting with the devil and is to be drowned as a witch and sorceress. Oh nein. Let us pray in silence for her soul. I've done no wrong. I am no witch. I do not deserve death. Ach, das ist so arm. I beg you. I don't know how to help you. Tell me what I can do. Please, sir. You must help me. You must. The devil is in the wind, seeking to help his own. He would release her from the chains. Isaac, let us conclude our business here swiftly. The will of the court must be imposed before it's too late. Me, me, me. The devil fortifies her. You must bind her tightly. Me, me, me. You cannot do this. Isaac, I am innocent. Fulfill the will of the court. Help me. Send this witch back into the lap of her master, lest he come for us all. Little hope is already lost, shrouded in evil. But not as you claim from witchcraft or outside demons, we are poisoned from within. You will not save yourself with riddles. There is no riddle. The devil takes many forms. You know that better than any. In little hope, he has hid himself under a shroud of innocence. Oh, der Unschuld. The form of a child, my accuser. Das Kind. While Mary still draws breath, little hope remains beyond salvation. Boah, das Kind muss sterben. Your evil reference. Be your very fate. Isaac. Theoretisch müsste sie jetzt von der Brücke fliegen, oder? Oh nein, die Arme. Haben wir jetzt was falsch gemacht? Scheiße, wir sind schuld, ne? Beziehungsweise ich. What did you see? Tell me. Oh Gott, ich hoffe, dass sie nicht jetzt auch jetzt stirbt, ne? Weil die Hexe ist ja tot und sie ist ja eigentlich die. Oh oh. Your double was pushed into the river in chains. She drowned. Dein Pendant. Oh oh, ich glaube, das passiert jetzt auch. Oh nein, da ist sie ja. Oh Gott, da ist sie ja. Ih, die schwimmt im Wasser jetzt. Die holt sich die jetzt bestimmt. Aber das Kind ist anscheinend besessen, habt ihr es gehört? Und vor allem, was glaubt ihr, wie viele arme Menschen früher draufgegangen sind wegen so einem Scheißglauben? Die wurden verbrannt. All right, I'll go first. Dr. James, das ist quasi die Demo, die uns hier okay, zusammen anschauen. Okay, you two, get on down here. Okay. Sad story, war damals geschah Wahnsinn, ey. Heutzutage teilweise. Also nicht wegen Hexen, aber anderen absurden Dingen. Oh oh, er hätte nicht runtergehen sollen. Nein! Die holt sich die jetzt. What the hell is that? What is that thing? Get away from it! Run! Lauf! Get the hell out of there! Look out! Shit! Don't leave me behind! Oh nein! Oh nein! Ach du Scheiße. Hold on, hold on. Retten. Ich weiß nicht, wen ich retten soll. Ich glaube sie, weil er will doch sie, oder? Ich habe keine Ahnung. Vertrau mir doch, Mann. Der will doch nur dich. Komm, mach hinne. Oh nein, bitte. Hoffentlich war es richtig. Was muss ich machen? Ah! Ich kann nicht auf Xbox spielen! Nein! Verspreche dir! Nein! Okay, let me help John, I'll be right back. You can do this.
leave. Oh Gott! Ah! Ups. Oh, Entschuldigung, ich bin noch nicht so die... Ja. Jetzt müssen wir ihnen helfen. Ach, er hat es selber geschafft. Das war richtig die Entscheidung. Da hätten wir fast unsere zwei ersten Toten gehabt. Ah! Jetzt spielen wir es aber nochmal, lassen alle sterben, okay? Wir werden jetzt es so machen, dass wir einfach alles schlecht machen. Hey, das Spiel ist so geil, ich will mehr. Okay. Ich werde jetzt alles bad machen, was man bad machen kann. Ich werde keinem helfen, keinem retten und ihm auch nicht. Versuch, aber wie schaffe ich es, dass er nachher jetzt drauf geht? What do you think? Ziemlich verfallen. Das ist immer auch mal so zweifeln, so ein bisschen bitchy. Hey, hey, hey! Nein! Ich will doch was sagen! Jetzt. Ach, wieso kann ich nichts sagen? Hallo? Okay, dann sage ich halt nichts. Yeah, there's something kind of familiar about this place. Entschuldigung, wenn du ihm helfen willst, aber es verkackst. Okay, knackiges Krokodil, du hast da schon Ahnung. Hast, ich stelle mir aber knackiges Krokodil so ein Krokodil mit so einem richtigen Squat-Knackarsch vor. Hm. Oh. So. Ach so, ich sehe gerade. There's gotta be a phone in here someplace. Dass wir jetzt erst einmal neu starten müssen. Weil der gerade hier den Controller nicht nochmal erfasst. Aber das ist nicht schlimm. Ich mache nochmal ganz kurz einen Neustart. So. Und dann machen wir alles schlecht. Schwubidu. Wie war das Training gestern mit dem Profi? War sehr gut, Blocky. War sehr gut. Genau, nachher um 20 Uhr geht ein Rainbow Six Turnier los. Seid gern dabei. Wir versuchen das Turnier zusammen, haben wir gestern besprochen, lustig zu machen. Wir versuchen ein bisschen die Leute im Turnier zu trollen und ein bisschen zu ärgern, weil Sieg ist jetzt nicht so wichtig. Und es wird sehr witzig. Also seid gern dabei. Mal gucken, wie die anderen reagieren. Wir haben schon ein paar Sachen abgesprochen, die wir abziehen werden. Oh, Schokolade, hallo. Schoki. Schoki. Richtig geil, also ich habe schon wieder richtig Bock. Ich will dieses Spiel jetzt gerne durchspielen. Kann ich bitte jetzt sofort dieses Spiel bekommen? Dankeschön. Anni will alle rasieren? Okay, dann müssen wir uns nochmal absprechen. Dass wir auch alle den gleichen, das gleiche vorhaben. So, bin aber erst 21 Uhr da. Das ist nicht schlimm. Lass die Zeit einfach immer ablaufen. Okay, ich lasse die Zeit mal immer ablaufen. Ich liebe Tell Me Why, oh ja. Ja genau, ich spiele mit Anni und Lara. Und danke Neokies für dein Twitch Prime. Dankeschön. Ich finde es auch spannend, weil man wird ja mitten in der Demo irgendwo reingeschmissen und weiß auch gar nicht, was ist passiert. Wo sind wir hergekommen und so weiter und so fort. Ich bin mal so ein bisschen ziemlich verfallen, der Typ so. I'm not so sure we'll find anything useful in here. It's derelict. You students are all the same. Doom, gloom and negativity. Never mind how it looks. All we need is one phone to still be hooked up. Something up? Yeah, there's something kind of familiar about this place. These small town police stations all look the same. Hm. Und wer sind wir, oder? So, jetzt suche ich erstmal ein Telefon. Aber bevor ich das Telefon mal anschaue, gucke ich mich mal ein bisschen weiter um, weil es gibt ja auch noch so oft versteckte Sachen, die man nur findet, wenn man neugierig ist. Und ich und meine Community sind schon sehr neugierige Wesen. Und deswegen schauen wir uns doch mal um. Das hier muss ja auch für irgendwas noch gut sein jetzt. So, das Reynolds. Ist das vielleicht irgendwie ein Hinweis? Heißt so irgendjemand? Little Hope, okay. Little Hope wäre eigentlich voll der süße Name gewesen.
So wie Little Nightmares, Little Help. Voll süß. Doch, die müssen alle sterben. Ihr seid kleine Sadisten. Dafür werden wir oft bestraft. Von mir? Ich bestrafe euch doch nie. Also Kadetten, das verbitte ich mir. So. Ich würde sagen, wir schauen mal weiter. In der Küche waren wir vorhin noch nicht, oder? Kennt ihr das, wenn ihr frisch was gegessen habt? Ich habe jetzt erst vorhin Salat gegessen und habe schon wieder Hunger. So vor einer Stunde. Und da war schon ordentlich was drin in dem Salat. Ich rede jetzt nicht einfach nur von Salat. Guck mal, das haben wir letztes Mal nicht gesehen. Sondern ich rede von so einem fettigen Salat. Ja, öffne doch bitte. Kannst du das bitte... Ah, jetzt. Na, hui. Okay. Das passiert mir jeden Tag. Ja, yeah, ja, yeah, sehr lit. Da ist auch noch was, haben wir vorhin auch nicht gesehen. Hier, Old Witch Goal. Alter Hexenkerker. Während der im Jahr 1692 stattfindenden Hexenprozesse in Little Hope wurden viele Beschuldigten hier eingesperrt. Hey, wie schrecklich muss es sein, wenn du getötet wirst, weil du vielleicht rote Haare hast oder irgendjemand erzählt, du bist eine Hexe. Voll schrecklich, oder? Und du weißt, dir glaubt keiner. Das ist voll absurd. Keep looking. Du, das mache ich. Guck, wie viel wir vorhin schon wieder nicht gesehen haben. Little Hope Police Department. Am 16. Januar 1972 haben die Beamten George Reynolds und Ernie Hoffmann auf einen Notruf bezüglich eines Brandes reagiert. Sie erreichten den Schauplatz vor der Feuerwehr und stürmten ins Haus, ohne auf ihre eigene Sicherheit zu achten. Um die vom Feuer eingeschossenen Familienmitglieder zu retten, leider mussten sie vor den Flammen zurückweichen und waren nicht imstande, die Opfer zu retten. Der Bürgermeister, der Polizeipräsident und die Einwohner Little Hopes bedanken sich jedoch bei der Polizeidienststelle für ihren ermündlichen Einsatz. Wurden aber bestimmt alles Hexen, die mit Absicht umgebracht worden sind, oder? Ist doch kein Zufall. Ist zwar schon 1900, aber das heißt ja nichts. Oh, guck mal, das haben wir vorhin auch nicht gesehen. What? Das haben wir vorhin auch nicht gesehen. Teil 1 habe ich schon durchgespielt auf dem Zweitkanal. Absurd waren ja auch die Tests. Wie bei Dr. Frau. Wieder bei der Frau hier. Man stirbt ja auf jeden Fall, wenn man in Ketten ins Wasser geworfen wird. Ach so, ja, absurd, echt. Eben die Tests, um zu gucken. So, also wenn sie stirbt, dann war sie ein Mensch. Aber wenn sie wieder hochkommt, dann war es eine Hexe. Also was bringt es eigentlich, die Hexe dann ins Wasser zu schmeißen? Weil sie kann sich ja eh befreien. Also voll brutal einfach nur. Und vor allem, wie oft sie doch eigentlich gelernt haben, dass es echte Menschen waren und die eben nicht wieder auftauchen. Also wie viele Unschuldige eigentlich umgebracht worden sind und die trotzdem einfach immer weitergemacht haben. Das ist echt total dumm. Mir geht es gut, Elias. Dankeschön. Ich hoffe, die Elf. Du, ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige, der hier sucht. We have a winner. Found a phone. This could be our way out. Männer halt, die haben sich ja das ja auch gedacht. Ich finde, es ist Zeit, jetzt Rache zu nehmen im Jahr 2000. Shit! Whoa! Hey! Take it easy. Thinking I know what's wrong. Please do. Der ist ganz schön impulsiv, ne? Ist voll die. There's no cable plugged in. There's got to be a cable here someplace. Fucking thing. Okay. Real nice. Kommt gleich wieder was. Ja, jetzt kommt gleich wieder der Jumpscare. Ich hatte früher blond, rote Haare und jetzt habe ich braune. Dein Körper hat sich gedacht, oh oh, schnell mal braun werden, sonst sterbe ich. Da kann ich genauso sagen, mein Partner ist viel zu nett, der muss eine Hexe sein. Oh, da hinten ist doch was. Ach, da locken sie mich jetzt ja eigentlich im Prinzip mit Absicht hin, gell? Die kleinen Schweinchen. Oder? Nee, das haben wir vorhin erst gesehen.
Der eine sieht aus wie ein Maze Runner. Ist er doch höchstwahrscheinlich auch. Das ist er. Also die, der hat wahrscheinlich Captured Motion gemacht für die. Beziehungsweise sein Aussehen denen gegeben. Hallo Lena. Kann es mal jemand nachschauen für euch? Das fände ich sehr interessant. Ich glaube jetzt, oder? Ich habe Angst. Ich will dich nicht nochmal erschrecken, Mensch. Ich gehe nochmal kurz ran ans Telefon. Hallo, ist da schon jemand? Hallo! Oh, ihr Arschlöcher. What do you think? Answer it. Ich mach mal nix. Ich lass mal ihn entscheiden. Ich mach mal nichts sagen. So, einfach aus allem raushalten. Oh, er geht jetzt ran. Hello? Who is this? Ich halte mich aus allem raus. Ich bin mal so der Passive. Whoever it is on this call is having some kind of breakdown. They sound delusional. Du hast gehört, ich nicht. Jetzt heißt sieben Tage. This is getting way too crazy. Just hang up. Sehr gut. Schon wieder erschrocken. Aber wer ist das Kind? Das Kind ist ja auch nicht in unseren Reihen. I would speak with you. You cannot talk of our secret. Eternal damnation awaits if you do. We have an understanding, do we not? No evil word shall leave my lips. Should you breathe a word, or the edge of a word about the other things, then I will come to you in the black. Das Kind kenne ich übrigens auch, das Schauspiel hat auch in irgendeinem anderen Film mit. Now, Reverend, let us begin. Enough time has gone begging. Was war das nochmal für ein Film? Go be with your kin. I beseech this court, and good Judge Wyman, do not be fooled by the protestations of the accused. The devil is the master of deceit. All his servants feign innocence. They can do little else. I solemnly swear before God, I am innocent of all accusations against me. Hush now, Amy. What the hell should we do? Ich lass mal nur ihn entscheiden, weil wenn ich nichts sag... I mean no offense, Reverend Carver. I do not believe any of my neighbors. Those who know me best will speak out against me. They know who I am, that I side with the righteous. I will not be caught in the web of your deception. The devil hides himself where he is least expected. My wife is no devil's plaything, Reverend. I beg the court's forgiveness. This is just my statement. My wife Amy is innocent. I respectfully ask this good court to pay no mind to the words of a man whose Danke, very Lena. Home is foul with the stench of brimstone. Ich nähere mich mal keinen, weil dann wird ja auch keine nichts gespürt. Deswegen bleibe ich mal, wo ich bin. Vielleicht kommt es ihr zugute. I swear before this court and all present, I know nothing of witchcraft. Another falsehood. The supposed evidence against me is little more than spiteful imaginings. If there be darkness here among us, I will shine God's... No! Mary? Mary, my sister, what ails you? What have you done to this child? You have bound an innocent girl into a pact with the devil himself. The poor creature seems possessed. No doubt you're doing. It's not true, Reverend. Why have you taken against me, sir? We will see the truth of it. Amy, lay your hands on Mary. Let us see what occurs. If I am correct, your touch will release her from this affliction. Das ist so gemein. It must be so, if you are the one who bewitched her. So, jetzt greife ich mal ein. Leave her alone! Who speaks? Who's there? God preserve us. The master cannot help you now. Okay, es war nicht gut.
are here among us. They are here among us. Wer war das gerade? Wer hat sie berührt? No. Das Kind hat es einfach nur gemacht, ne? What more proof is needed that the devil walks among us in Little Hope? Take heed and pray. The devil is here in this very room. Protect yourselves. Seek out the Lord. No, Veggie Burger. Okay, so gemein, ne? Also das Kind hat es 100 Pro. Aber ihre Hände waren ja auch dunkel, habt ihr gesehen? Als sie angefasst hat, waren ihre Hände trotzdem so komisch dunkel. War das jetzt nicht wirklich... Kind hat es ja mit Absicht gemacht. Das Kind lügt. Es lacht ja auch so doof. Aber die Frage ist, ist vielleicht der Vater der Teufel und manipuliert das Kind nur? Was denkst du, was da? Das Mädchen habe ich im Wald gesehen. Ich sag einfach mal nix. My gut says her fit was a setup, a scam to put that woman on trial in even bigger trouble. Accusations were often malicious, made by someone with a grudge or by meddling liars like that little girl who took perverse pleasure in poisoning their own communities. Ja, ich stimme mal zu, wir sind mal anti gegen die. That kid knew exactly what she was doing when she dropped Angela 2.0 deep in the shit. The woman we just saw condemned. Okay, sind jetzt auf einer Spur. I saw her back at the intersection. Sie war erledigt. Ihr Ehemann sah aus wie du. Sie war erledigt. She was in deep shit. And she knew it. It's tough to watch. So, jetzt. Who's that? Gucken wir mal, dass wir beide loswerden. Ich bin gespannt. Come on, let's go. Also ich glaube, da muss man schon viel machen, damit man beide los wird. Hallo an alle. Ich bin wirklich gespannt. Hey Taylor, we're in here. We can't open the damn doors. We can't either. No, danke, Schatz. They must be locked. Let's all try to force the handle. In 3, 2, 1. Was ist, wenn ich nichts drück? Oh, dann kommen wir nicht rein. Dann kommen die nicht raus. Let's try again. Put everything you've got into it. Ich mach mal nix. Ich mach mal nix. Vielleicht. That's worse than doing nothing. Oh, die kommen jetzt gar nicht rein. I'll show you. Oder? Oh, sie schafft's allein als Frau. Finally. Not exactly working like a chain gang, are we? Find anything that could get us out of here? Nah, big fat nothing back there. Just a pile of junk. Die sieht aus wie die Hasi. Are you okay? I'm fine. Why the concern, John? What's bugging you? We saw Angela's double get tried and condemned for being a witch. Ich glaube irgendwie, dass der Direktor damit irgendwie und sie auch, okay, so die beiden wissen irgendwas. Direktor und sie, verdächtige ich jetzt schon, die wissen, was da abgeht. Sind die except einzigen, die so schlau sind, sich in so eine Misere zu bringen, dass sie irgendwie was connected haben. Forget about what's happened so far. Our best shot at finding help is in town. Really? Forget about what's happened? There's some real scary shit going down in the outskirts, and our plan is to stroll into the center of Weirdsville? Just a suggestion, but maybe we should figure out what the fuck is going on here first. We need to know what that woman is facing. What's gonna happen to her next? I like the idea, but how would we even begin to find that out? We've already been down those paths. Maybe the answer lies down the one path we haven't taken yet. What the hell? Okay. Hallo Sabi. Da ist Vic wieder. Oh no. Oh, der Controller ist doch da. Fortsetzen. So. What if I'm somehow linked to that woman? If she dies, what happens to me? Ich habe keine Antwort. I don't have an answer to that. Hallo Schokohimmel. None of us do. I'm
must not let fear stop me from doing whatever I can to help. Ist nur eine Demo. Not making that mistake again. Hallo, Schlindel, Schlindi. Okay, jetzt steht ja hier, ich muss bei den anderen bleiben. Sollen wir gucken, was passiert, wenn ich es nicht mache? Final Threat Security Breach sagt mir gerade gar nichts. Sieht mega gut aus, Shuki. Hallo, Scout. Wer, wie gesagt, das Spiel jetzt schon will, Tami postet euch den Link rein. Der kann sich das gerne holen. Dann könnt ihr sogar eher spielen. So, ich bleib mal nicht nah bei den anderen und guck mal, was passiert. Beziehungsweise, die hängen mir eh am Arsch. Mann, Vic, was ist nur aus dir geworden? Aber cool, wie ängstlich sie gucken. Guck mal, sie hinten aussehen. So mit ihrem Handylicht, das wäre auf jeden Fall ich. So, wir laufen mal weiter. Dann würde ich jetzt gleich mal sagen, wir mischen uns mal nicht ein. Hier hinten war doch nicht auch eine Möglichkeit, da auch lang zu gehen. Ich werde das Zettelchen jetzt auch mal ignorieren. Hier ist ja auch nichts, oder? Ist hier irgendwas? Nee. Spiel mit dem Agro-Vater? Nein. Hallo, Belly. Maybe the fog was the reason for the diversion. We were never meant to make it out of here. Okay. Dann lasst uns mal da langlatschen. Voll realistisch von der Grafik. Mir gefällt's. Ich liebe es. Ich habe schon Until Dawn so geliebt. Und Man of Medan war auch so mega. Can't see for shit. Jesus. Water looks black. I don't want to go anywhere near it. So, jetzt mache ich sie mal für nervös. Vielleicht fällt sie ja direkt runter. Oder ich sag mal nichts, weil ich glaube, der Typ ist ein bisschen ruppiger. Okay. Who's first up? Professor? Miau! Ja, das gibt es. Auch verspieltes GNU. Gerne abchecken. Okay. Sure thing. So, er macht jetzt den ersten Schritt. Is it safe to cross? So, weniger reden, mehr laufen. Ich mach sie mal ein bisschen nervös. Talk less and walk more, we'll get there faster. I want off this bridge ASAP, but I also want to stay out of that water. Die Arme. Die tut mir jetzt schon total leid. Okay. In this year of our Lord 1692, we are here present to bear witness to a just execution. Wo sind die Croissants? Die wurden heute gegen Bärchenöhren eingestößt. Amy is declared guilty of consorting with the devil. And is to be drowned as a witch and sorceress. Let us pray in silence for her soul. I've done no wrong. I am no witch. I do not deserve death. I beg you. I don't know how to help you. Tell me what I can do. Please, sir. You must help me. You must. The devil is in the wind, seeking to help his own. He would release her from the chains. Isaac, let us conclude our business here swiftly. The will of the court must be imposed before it's too late. The devil fortifies her. You must bind her tightly. You cannot do this! Isaac, I am innocent. Fulfill the will of the court. Send this witch back into the lap of her master, lest he come for us all. Lil Hope is already lost, shrouded in evil.
but not you, Clay, from witchcraft or outside demons. We are poisoned from within. You will not save yourself with riddles. There is no riddle. The devil takes many forms. You know that better than any. In Little Hope, he has hid himself under a shroud of innocence, taken the form of a child by accuser. While Mary still draws breath, Little Hope remains beyond salvation. There lies your evil reference in your very midst. Isaac. Oi, 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 oi. Oh, oh. Oh, danke, Chrissy, für 100 Bits. So. Jetzt gucken wir, was geschieht. Hey, ich bin wieder da, was passiert? Wir gucken jetzt, wer wie sterben kann. What did you see? Tell me. Mir fehlen die Worte. Ich mach das mal so. I don't know how to tell you what I just saw. Your double was pushed into the river in chains. She drowned. So, dann weiß sie, wie, ich glaube, das ist auch der Tod, den sie jetzt eigentlich bekommen muss. Und irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, sie Final Destination, die müssen jetzt sterben, weil sie ist auch gestorben. Und ich weiß nicht, ob man es verhindern kann, da bin ich jetzt echt gespannt. So, und jetzt werden wir mal gucken, dass wir einfach niemanden helfen. Weil theoretisch könnte er ja auch ihr helfen, also der Professor könnte ihr hochhelfen und könnte sich selber retten. Ich probiere mal, jetzt bei ihm Zeit zu schinden, ihm nicht zu helfen und bei ihr Zeit zu schinden, weil dann müssten sie beide draufgehen. Okay, you two, get on down here. Let's try, okay? Oder wie soll ich es machen? Lausch, Lindy, wir haben uns schon voll erschrocken. Wenn ich nichts mache, ich versuche jetzt mal ihn zu retten und ihn runterfallen zu lassen. Oh, schon mal eine andere Sequenz als vorher. Okay, ich werde nichts drücken. So, ich drück nichts. Ach du Scheiße. Okay, jetzt versuche ich ihr zu retten. Ah, scheiße, er hat's geschafft. We gotta go get Angela. Angie, es tut uns leid. Come on! You can make it! Oh nein, ich kann da nicht zugucken. Küss sie nicht! Also sie ereilt jetzt eigentlich den gleichen Tod. Seinen ersten Kuss stellt man sich eigentlich auch anders vor, oder? Ja, der gleiche Tod im Prinzip. Tod durch Ankotzen.
Nein. We need to get out of here right now. RIP. RIP. Ja, Leute, das war The Dark Picture Little Hope. Sehr, sehr geil. Ich werde es auf jeden Fall spielen, wenn es raus ist. Falls ihr Bock habt, Pre-Order, alles unten in der Beschreibung abchecken. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, wenn ihr diese Demo spielt, wie es bei euch ausgegangen ist und was ihr so denkt, worum es hier überhaupt handelt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da und freuen wir uns, wenn es rauskommt. Falls du generell Until Dawn, Man of Medan magst, habe ich hier komplett auf diesem Kanal Let's Played. Findest du auch alles unten in der Beschreibung. Und dann sage ich immer Ade mit E. Es war wie immer gruselig und schön.